Hi, wir machen heute ein Vampire Diaries inspiriertes Vampir-Make-up. Etwas ausdrucksstarker. Ich sehe gerade, hier ist das Rot dunkler. Naja, war ja wieder klar. Ich hoffe, es gefällt euch. Es ist wirklich super easy. Ihr braucht einen lila Lidschatten, einen lila Kajal, einen roten Lidschatten, Wimperntusche und schwarzen Kajal. Und das war's. Ja, ich würde mich über Feedback freuen, also Kommentare bitte, ne? Und Bewertungen auch gerne. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann abonniert mich auch bitte, wenn es euch gefällt. Und ja, viel Spaß. Fangen wir an. Um den Look hinzukriegen, brauchen wir als erstes ein Kajal. Ich habe jetzt den von P2 Nummer 080 Magic Thailand. Thailand. Und malen einen Lidstrich, einen ziemlich großen. Also ihr seht, ich habe noch das Make-up von dem anderen Video, was ihr entweder schon gesehen habt oder noch sehen werdet drauf. Deswegen, also ist vollkommen egal, ihr könnt irgendwie euch schminken. Sieht man hinter sowieso nicht mehr. Ihr könnt auch ungeschminkt sein. Auf jeden Fall ziehe ich jetzt eine Linie und eigentlich male ich das komplette Lid mit dem Kajal aus. Und auch unten drunter. So, wie ihr seht, ist es echt messy. Hier ist so ein Smudger dran, den benutze ich, um so ein bisschen das weicher zu machen. Allerdings sind die Dinger echt super hart. Also ich würde euch empfehlen, so einen schönen festen Pinsel zu nehmen. Gibt es auch schon bei DM, glaube ich, für ein paar Euro. Wir bringen das unten auf jeden Fall echt weit runter. Sonst, weil mir das echt viel zu fest ist, nehme ich den Pinsel. So, das gut, hätten wir. Als nächstes nehmen wir einen angeschrägten Pinsel. Ihr könnt auch den Pinsel von gerade nehmen. Nehmen etwas Lila auf. Ich benutze wieder nur die 88er Palette. Ein Lidschatten. Ein Lidschatten ist nämlich nicht viel. Das Lila in der untersten. Das unterste Lila. So. Und ziehe den Wimpernrand jetzt hier etwas nach. Und auch unten drunter etwas. So, ich habe jetzt hier die Adern mit Lidschatten gemacht. Ich denke, das mache ich jetzt auch wieder. Also ich benutze nochmal den angeschrägten Pinsel und das gleiche Lila und male mir einfach meine Venen. Und das gleiche machen wir auch oben. Keine Sorge, ich weiß, das sieht im Moment noch schrecklich aus. So, fertig. Wir nehmen uns um den tollen Fluffy-Pinsel
und gehen einfach mal komplett drüber. So wird das nämlich etwas verwischt. Weil das aber alles noch etwas zu intensiv ist, gehen wir nochmal mit einem großen Pinsel drüber. Weil es immer noch zu krass ist. Es ist etwas schwerer heute. Nehmen wir uns Puder. Das ist jetzt so ein Mosaikpuder von UMA. Ist ganz gut, weil es so schön hell ist. Und gehen nochmal komplett darüber. Auch oben. Ist natürlich jetzt etwas sehr weiß. Deswegen fluffy Pinsel. Und schon habt ihr nur noch die Anleitung. Alles andere könnt ihr entweder mit den Fingern etwas verwischen oder mit einem Q-Tip. Moment, wo ist mein Pinsel? Hier ist mein Pinsel. Jetzt kommt noch etwas Rot dazu. Also ich nehme etwas Rot auf den Pinsel und trage das hier unterm Auge auf. Mach den Pinsel sauber und verwische das einfach. Als nächstes tragen wir noch etwas Kajal auf die Wasserlinie auf. Und fertig. Ihr könnt natürlich noch die Lippen betonen mit Schwarz zum Beispiel, wenn ihr ganz krass sein wollt. Die Augenbrauen könnt ihr euch nachziehen, was ich jetzt nicht gemacht habe. Was ich aber vielleicht noch machen werde für die Fotos. Mal schauen. Auf jeden Fall ist es wirklich einfach und es sieht echt krank aus. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.